Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 3D World hier bei Crash 40 Freak 89. Wir sind wieder mit Mario unterwegs, nachdem wir im letzten Part mit Toddy durchgeboxt haben. Besonders ein Level, wo wir pusten mussten und gleichzeitig die Touchscreen-Steuerung auf Gamepad ausnutzen mussten, um weiterzukommen. Und dann hatten wir mit diesem Level hier Probleme, alles zu finden mit über den Kula-Hügel. Jetzt machen wir mal ein weiteres Casino, um ein paar Leben wieder zu farmen, wenn wir Glück haben. Vielleicht schaffen wir es auch diesmal, den Checkpoint zu gewinnen, weil ich habe mit der Bumerangblume habe ich es ja geschafft, hätte ich es beinahe geschafft, den Checkpoint zu kriegen. Ah, sieht nicht gut aus. Ah. Oh! 200! Was gibt es auch zwei Leben? Ja, stimmt. Zwei Pärchen, nicht schlecht. Glocke und Kirsche. Nicht schlecht. Ich meine, hat die Glocke eigentlich einen offiziellen Namen, zum Beispiel Pilzglocke oder Superglocke? Würde ich so gerne mal erfahren von euch, wenn ihr es wisst. Schreibt es bitte in den Kommis. So, mein Lieber, du bist jetzt dran. Das ist halt diesen aus dem Weg Maxi Galumbas. Galumba heißen die. Back, bam, bam, zack, bumm. Na, die stehen auch schnell auf, aber das nützt ihnen nichts. Bang. Das wär's. Alle down, alle down. Und der Grünstein ist unser. Also wenn es immer so ein Mini-Boss-Kampf darstellen soll. Ja, okay. Das war ziemlich easy, aber vielleicht erhöhen sie mit der Zeit den Schwierigkeitsgrad. Könnte möglich sein. So. Gut. Der ist auch schon mal down. Das sieht der Sterne. So, der nächste Level und wird jetzt etwa die Kirsche angesagt sein? Ich habe es ja schon in meinem Infovideo angeteasert, dass die Kirsche dieses Mal einen ganz anderen Effekt hat, weil die gab es ja schon in Super Mario Bros. 2. Und je mehr man davon gesammelt hat, desto eher kam ein Stern. Also je nachdem, wie viele Kirsche man gesammelt hat, bekommt man jedes Mal einen Stern zusätzlich. Und hier hat er aber einen ganz anderen Effekt jetzt im Spiel. Welchen? Das habe ich euch schon im Infovideo zwar angeteasert, aber wir sehen es jetzt noch einmal. Jetzt sind wir es mal im Spiel. Auf den Doppelkirschenberg. Ab geht's! Und da ist ja auch schon, die Doppelkirsche. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Jetzt sind wir zwei Marios. Aber wie lange hält wohl dieser Effekt an? Wahrscheinlich die ganze Zeit über, bis das einer besiegt wird vielleicht. Geht weg. Ah, das finde ich aber zu krass. Aber einen richtigen Vorteil daraus kann ich bisher noch nicht ziehen, außer dass man doppelt jetzt angreifen kann, praktisch. Oder gibt es da irgendein, gibt es hier irgendeine bestimmte Situation, wo man mehrere Marios oder so auf einmal braucht? Ja, hier kann man zum Beispiel jetzt, oh, danke. Kann man zum Beispiel auch mehrere Feuerbälle schießen. Und jetzt können wir uns verdreifachen. Oh Gott, ein Mario ist nicht genug. Oh je, der eine ist schon tot, schade. Aber ein Mario ist anscheinend nicht genug. Oh Mann, was wird Peach dazu sagen? Ach was, sie können sich einfach auch duplizieren und dann gibt es ein, Gangbang. Na, okay, sag da lieber nichts. Ja, ich glaube, okay, jetzt weiß ich auch, woher das, warum man das so braucht, weil hier gibt es einen ganzen Haufen Gegner. Warum man da jetzt so viele Marios auf einmal braucht. Hm? Was ist das? Ah ja. Gut, dass ich auch noch mehrere Marios habe. Die helfen auch bei diesem Schalterrätsel. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Da geht's ja ein bisschen falsch rum, mein Freund. So, gehst du da bitte rein? Danke. Komm mit. Es kommt mir schon vor, als würde ich in zwei Spieler spielen. Nicht schlecht. Damit können wir also diese ganzen Soldaten bashen. Und wenn erstmal welche besiegt werden, dann kommen sie ganz durcheinander und rennen panisch herum. Ja, hier, kriegt ihr. Gib die Kirsche her, mein Freund. Alter, ich dachte schon, wann ist er endlich tot? Ich nie treffe. So, jetzt sind wir wieder zu dritt. Ich frag mich, bis zu wie viele Marios wir insgesamt da schaffen könnten. Aber, also, jetzt schon vier. Oh Gott, vier Marios.
Das ist beinahe schon so, als wenn wir den Multiplayer spielen, hä? Hä? Was soll das? Wofür soll das jetzt gut sein? Ach so, Mann, ich bin blöd. Okay, das soll mich auch nach oben führen hier. Also, während ich oben bin, helfen mir die anderen da an den Stempel ranzukommen. Mann, ich bin so blöd, ey. Wieso muss ich denn da unbedingt jetzt, so blöd nach hinten drallen? So, gib mir jetzt den Stempel, bitte, yeah. Nice. So. Dann gib mal die roten Münzlein her. Kommt her, Marius. Ah ja, ein Feuerbruder, oder? Es ist ein normaler Bruder, ich weiß es nicht. Alter, jetzt ist mir wieder einer gestorben. Das gibt's ja wohl nicht. Jetzt sind wir wieder nur noch zu dritt. Aber so sieht's dann wohl aus, wenn man zu viert spielen kann. Ja, 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 du entkommst mir nicht, mein Freund. Du gehst jetzt down. Der war eh ohnehin nötig, um weiterzukommen. So, die könnten inzwischen... konnten inzwischen die Röhren untersuchen. Gut, die anderen kommen zum Glück automatisch hinterher, weil es ist langsam knapp mit der Zeit und... What the fuck? Dritte? Nein, wir brauchen vier, um da... Da wäre wahrscheinlich... Da hätten wir dann wahrscheinlich die grüne... Wahrscheinlich den grünen Stern nur bekommen können, wenn wir zu viert wären. Verdammte Kacke! Hätte ich bloß auf den einen besser aufgepasst, ich Blödmann. Alter, ich will... Hitchpo machen. Das möchte ich machen. So. Alter! Ja, sowas solltest du eigentlich machen. Wieso macht er denn das nicht? Ach, da rutscht er nur, oder? Da rutscht er nur. Ah! Ja, nee, ist klar. Das sagt man mir erst jetzt. Das führt mich nach oben zum letzten Grünstein. So, aber jetzt schnell, bevor die Zeit abbrennt. Also hätte ich es auch geschafft. Meine Fresse. Was stelle ich mich denn da so blöd an? Egal. Ist auch noch gut gegangen. So. Yay. Peach mit der Feuerblume. Es ist auch kaum zu fassen, dass sie eigentlich die ganzen Power-Ups nutzen kann. Und trotzdem, ja. Naja, vielleicht ist es auch erst jetzt so richtig zutage gekommen, dass sie jetzt die Power-Ups nutzen kann. Egal. So. Könnte man auch sogar noch Items finden, wenn man möchte. So toll. Ja, kann schon sein. Ich finde das Spiel auch so toll. Ja, wirklich, ich mag's. Keine Sorge, ich helfe dir, Kleines. Ich liebe dieses Spiel mit der ersten... Was? Ersten S7. Ich kann das nicht lesen. Sorry Leute, ich kann es irgendwie nicht lesen. Ist egal. So. Wir haben ja alles bekommen, hoffentlich. Muss ja immer wieder nachgucken, weil ich weiß nicht, ob ich da wirklich alles bekommen habe. Oh! Ach ja, stimmt, da waren wir auch schon. Bam! Bum bum. Was kommt da auch wieder vor in den Spiel? Das wäre sowas von episch. She's so cute. Nicht schlecht. Diese ganzen Gags, die man dazu noch einfügen kann bei den Stempeln, mit den Stempeln. Cool. Ja. Na, vielleicht sollte ich da auch demnächst mal irgendwann was posten, aber erst später. Jetzt haben wir dafür keine Zeit. Jetzt. Start mal los! Jetzt darf Mario wieder Bowser in den Arsch treten. Bowsers Kugelwilli-Kolonne. Kugelwilli? Oh mein. Wow. Wie geht's denn jetzt hier rauf? Oh mein Gott, wie episch. Wir kommen jetzt tatsächlich zu einem, ja, Panzerlevel. Ein Scrolling-Level. Naja, Scrolling mag ich eigentlich nicht so, aber das hier finde ich schon episch, was da gerade abgeht. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich alle, Grünsteine erwische, diesen Level. Aber gleichzeitig auf die ganzen Kugelwilse acht geben. Oh! Ein
Kanonenblockade möchte ich haben. Alter, nehmen wir doch! Ja, Gott sei Dank. Alter, der feuert immer automatisch, oder wie? Nein, wenn man Y noch zusätzlich drückt. Damit kann man leider die hier nicht zerstören. Ah, das sind ja schon Kanonenköpfe praktisch. Ach, wie episch ist das denn? So, bitte sag mir, dass du der Erste bist. Ja, zum Glück. Dass du der Erste bist, wollte ich sagen. Sorry. Bam. Damit könnten wir sogar den Panzer auseinanderräumen, wenn wir wollen. Oder geht das nicht? Ne, den Panzer, glaube ich, können wir gar nicht zerstören. Aber wir können mal aufladen und... Feuer! Daneben. Bam. Ja, räum mal auf hier als Kanone. Wir sind die menschliche Kanone. Yay. Oh! Boah, bloß gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Nein, jetzt hat er mir meine Kanone abgenommen, dieser Spast. Dass ich mir von denen die Kanone abnehmen lasse. Wie lame. Oh. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann, nein. Das geht mir ein bisschen zu schnell. Oh, man. Und sie hat noch nicht meinen Checkpoint, nicht wahr? Alter. Ich wollte auf den springen. Halt euch mal zusammen, ihr Blöden. Möchte gern Soldaten, meine Fresse, ey. Das war sowas von typisch für mich. Weil ich nicht schnell genug war. Da muss man wirklich ein bisschen timen hier. Okay, da gibt es einen Superpilz dafür. Passt schon. So. Brauch noch mehr. Ja, genau das hier zum Beispiel brauche ich doch. Wohl schon eher. Bam. Mache ich alles down. Schieße ich alles ab. Dass ich mir in den Weg komme. Den könnte man auch nochmal als Kugelwilli-Kopf verwenden. Wenn man die Blöcke unter ihnen einfach zerstört. Bumm. Bam. Und nochmal aufladen, weil so ist die Explosion. So ist erstens der Explosionsradius anscheinend höher. Und zweitens. Geht auch die Kanone umso länger. Also hat der Kanonenball eine größere Entfernung. So, bam! Alle niedergemetzelt. Und hier der grüne Stern. Und jetzt noch hier. Bam! Diesmal nimmt er mir nicht meine Kanone ab. Also mit der geht's um einiges einfacher, möchte ich behaupten. So. Dieses Mal aber schaffe ich es, den Stempel hier zu bekommen. Komm her. Yay! Geil! So. Bam! Geht sterben! Yay! So. Spring lieber darauf, Mario. Dankeschön. Wollte gerade sagen, ja? Haha! Was? Wo ist der zweite? Oh. Ah, toll. Bum, bum! Yay! Du bist auch wieder da, oder? Wow, dem machen die Kanonen nichts aus! Na? Aber jetzt aber. Bam! So mag ich das doch gern. Wow! Alter! Der erwischte mich beinahe. So. Ach, man kann ihn schon Schaden zufügen. Warte, jetzt wird er unsichtbar? Natürlich. Das hätte er wohl so gedacht. Nee. Jetzt wird er schon wieder unsichtbar, das gibt's ja nicht. Aber man kann ihn dann noch leicht sehen. So arg ist es natürlich nicht. Wow. So, jetzt geh mal down, du. Bam. Die kann ich ja trotzdem noch Schaden zufügen. Ah, jetzt aber. Man muss ihn nur öfters treffen. Aber zur Hölle war hier bitteschön... Der letzte Grünstern. Ich kann es nicht glauben, Mann. Den muss ich auf jeden Fall noch kriegen. Keine Sorge, Kleine. Wir sind schon da. So, ich hoffe, ich schaffe auch hier wieder den Fahnensprung. Die goldene Fahne. Yay, das sieht doch gut aus. Jawohl. Und dann ist sie auch frei. Und wir haben die zweite Welt eigentlich abgeschlossen, aber uns fehlt noch immer ein grüner Stern. Den müssen wir uns auf jeden Fall noch holen. Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall klar wie Kloßbrühe, wollte ich sagen. Wird empfohlen, das zu machen. So. Hm?
Auch sie macht nun die nächste Welt für uns frei. Abracadabra, simsalabim! Ah ja, genau. Sie baut uns ja wieder eine Röhre. Ich habe das Gefühl, das sind alles Feenklempner. So, das wär's. Und jetzt zurück. Mann, oh Meter, wo habe ich denn bitte schon noch einen Grundstein übersehen? Ich weiß, in einer Kiste habe ich doch einen bekommen. Das war aber wahrscheinlich nur der erste, oder? Ich weiß, solche Panzer gab es ja in Super Mario Bros. Auch im ersten Teil. Oder bin ich mir das nur ein? Ich glaube nur in den Lost Levels, oder war das ein anderes Mario-Spiel? Ebenfalls dieser Panzer-Levels, das war... Nein, in Super Mario Bros. 3 war ja auch so ein Scrolling-Level mit Panzer. Dem war ja auch so. Das war auch... Deshalb empfinde ich das jetzt auch so als episch hier. So, aber jetzt... Komm her. Gib her, Mann. Jetzt lass mich mal überlegen. Wo könnte sich hier noch eine Stelle befinden? Ja, hier noch nicht, weil wir haben noch nicht den ersten bekommen. Der erste befindet sich ja nur... Geh baden. Ich wollte sagen, geh sterben. Das ist ja schon von Let's Play Markus der Spruch. Da könnte sich noch was befinden. Muss ja irgendwo noch was übersehen haben. Mit einem Stampfer zum Beispiel vielleicht. Ja, hier ist der erste. Grünen Stern. Nein, das war der zweite, den habe ich nicht aufgesammelt. What? I can't believe it. Seriously? Okay, wenigstens bin ich jetzt schlauer geworden. Habe ich wohl irgendwas falsch gemacht? Egal. So. Bam! Oh, das war leider ein bisschen ein falscher Winkel, ein bisschen einen falschen Winkel getroffen, weil dann hätte ich mehr auf einmal bashen können. Was soll's? Bam. So. Gut. Bum, bum. Ich mach dich kaputt, putt. Wow. Aber da kommt dann schon gefährlich nahe, der Gute. Bam. So ist doch gern. So, jetzt aber aufpassen. Auf seinen Panzer. So. Ja. Oh, nein, jetzt hat er es mir abgenommen. Muss ich auf ihn springen. Wenn ich es schaffe, verdammt nochmal. Alter Schwede. Da bringt er mich wieder in Bredouille. Bredouille. Jetzt sehe ich den Panzer gar nicht mehr. Jetzt habe ich ihn jetzt gar nicht gesehen. Oh, verdammt. Ah, schöner Treffer. So wollte ich das doch haben. Aber nicht gleich so, Mann. Jetzt habe ich ein bisschen angestellt. Ich gebe es zu. Aber okay. Nicht so schlimm. Das haben wir jedenfalls auch geschafft. Yay. Jawohl. Wir haben alles. Von Welt 2. Naja. Ein paar goldene Fahnen haben wir noch nicht. Aber das können wir ein anderen Mal noch nachholen. So. Jedenfalls haben wir hier alle Sternmünzen. Schon wieder Sternmünzen. Alle Green Stars und alle Stempel. Können wir gleich mit der nächsten Welt weitermachen. Dürfen wir gespannt sein, was das für eine Welt sein wird. Ich an den Superpilz, wie komme ich Superpilz, an den Lebenspilz, wie komme ich denn da runter? Ist er nur Deko oder was? Miau. Wahrscheinlich. Und die nächste Welt ist. Ja. Irgendwie habe ich mir das schon erwartet. Es ist wieder eine Eiswelt, nicht wahr? Eine blaue Fee. Wow. Schnell, retten wir sie. Ja, das ist die Eiswelt, natürlich. Und als nächstes kommt dann wieder eine tropische Welt. Ich wette darauf. So. Hier ist wieder so ein Feenhaus, wo man ein paar Items ergattern kann. Nein, den Stempel. Oh.
So, ein Stempel, ja. Okay. Muss ich mir merken, dass es in diesen Häusern Stempel gibt. Gut. Dann, hinter der Röhre befindet sich auch noch ein Level, der eigentlich schon frei wäre. Aber der erste Level ist das nicht. Vielleicht ist es ein geheimer? Fragezeichen? Da finden sich auch viel zu viele Röhren, aber ich komme da nicht drüber. Ist auch wieder ein Level. Ach ja, das ist wieder mal mit Captain Toad. Okay. Das ist eigentlich der offizielle Level. Schneetreiben im Winterpark. Jetzt wird's frostig. Schneetreiben im Winterpark. Dann geht's ab. Let it go. Oh ja. Ich glaube, den habe ich auch in den Trailer gesehen. Ey, der Schneemann sieht mir aggressiv aus. Ach, das ist ein Schneepauke oder wie oder was? Bam, damit kann. Wir können also mit den Schneebällen. Können wir die Gegner beschießen. Und können wir sie auch irgendwie größer machen? Ich glaube nicht. Oh, fall bloß nicht runter, mein Freund. Yay. So, geh da weg. Ich möchte da rauf. Zum Glück kann man das auch ohne den Katzenkostüm. Moment mal, da sehe ich doch was. Ah, der Flatterkopter. Also der Hä? Alter, geht weg! Wo ist er denn? So. Super Mario, der 3D Land, Super Mario 3D Land, oh yeah. Das wollte ich noch sagen, weil jetzt hätte ich mich beinahe wieder versprochen. Können wir jetzt besonders weit nach oben. Und da sehe ich doch was Feines. Was mir gefallen mag, lass mich rein. Yay. So. Ah, Schneepokey. Sieht aber auch wirklich geil aus. Schneemann-Pokey. Ich bin mir sicher, jetzt habe ich mal ein Item ausgepackt, weil vielleicht befinde ich sich ja auch hier unter den Blöcken eins. Sollte ich dann wieder was in der Reserve. Das wäre dann wahrscheinlich nur. Das wäre nur Verschwendung gewesen, wenn ich jetzt das Item schon gesammelt hätte. Ja. Tanuki! 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 Ich liebe dich, Tanuki! Yay! Ich liebe ihn! Ich liebe den Tanuki mehr als alles andere. Was ist los? Was ist passiert? Ist er gestolpert? What the fuck? Ey! Wow! Ach, wie geil! Schlittschuh laufen! Aber nicht runterspringen. Ha, geil! Genau, das habe ich auch im Trailer kurz gesehen. Oder oh, da fahren wir unaufhörlich weiter mit dem Ding. Ich hoffe, das war jetzt nicht nötig für eine. Für einen Grünstern. Sehe ich schon wieder für eine Sternmünze gesagt. Mein Gott! Das ist halt immer mehr los. Daran gewöhne ich mich wohl nie. Ja, sorry, Leute. Wenn man sich erstmal was angewöhnt hat, wie zum Beispiel, hat man es auch in den früheren Super Mario-Teilen so gesehen, das waren es früher nur Starcoins und jetzt Grünsterne. Hallo? Was ist eher Mario Galaxy 2 like? Na, ihr Spasten? Kennt mir gar nichts. Fast so, als würde ich auf ein Schneemobil rasen. Okay. Leider wieder weg, aber dafür ist ja wenigstens. Ein weiteres Tanuki-Blatt. Oh, ein Häschen. Ein Häschen. Na, kleiner dich kriege ich aber auch wieder. Na, schade. Keine große Ausbeute. Der gibt mir bestimmt wieder einen Grünstern. Komm her, Häschen. Häschen. Ja, der grün leuchtet grün. Der muss einen Grünstern geben. Wow. Alter, wie der abgeht. Ey, bleib doch stehen, Mann. Oh. Das gibt's ja echt nicht. Ich steuer gepflegt am Rad. Na, warte, ich krieg dich noch, Kleine. Und ihr geht mir gepflegt aus dem Weg, weil ihr stört nur unnötig bei meinem Unterfangen. Vielleicht kann ich ihn mit dem Schneeball treffen und ihn dadurch einfangen. Wo ist er? Wo, ah, da ist er. Ich dachte schon, ist er weg? Alter. Der will's echt wissen, der Kleine. Der springen kann. Ja, wo ist er? Hallo? Wo ist er denn jetzt schon wieder? Ah. Wie hat er sich denn hier hingeschummelt? Komm her. Ich krieg dich. Ah, damit hätte ich ihn erwischen können. Ah ja, jetzt wollte ich ihn schon einkesseln. Das habe ich auch immer nicht geschafft. Alter, du bist. Bleib doch mal stehen. Ich krieg dich. Wo ist er? Alter. Oh, du verschwendest meine Zeit, Kleiner. Ich will dich. Jetzt habe ich ihn endlich.
Gib mir den Grünstein und verschwinde. Oh, verdammt, die Zeit. Die Zeit, die Zeit. Wer hat schon Zeit? Ja, Piorette gut und schön, aber wenn du dabei in den Tod fällst, dann nützt dir das gar nichts, Mario. Denk mal drüber nach. Nein, sag mir nicht, dass ich hier den Tanuki gebraucht habe, mindestens. Scheiße. Oder das Katzenkostüm. Na toll. Da muss ich nochmal hin. Ah, Blödsinn, ich habe ja einen Tanuki in Reserve. Ich bin so bescheuert. Oh. Ipsa. Wenigstens das. Na gut, nochmal den Level. Eieiei. Okay, jetzt haben wir einen dieser fliegenden Käfer. Damit kann man wirklich so einige lustige Bilder zaubern. Kann man immer seine Fantasie freien Lauf lassen. Bowser-Statue. Und hier ein Level. Oh, das sieht mir nach ganz nach einem Geisterhaus aus. Ja, ja, ja. Ist schon gut, ist schon gut. Okay. Darauf freue ich mich schon. Ich bin mal gespannt, wie das die Geisterhäuser hier so ablaufen. So. Gehen wir jetzt erstmals da zurück und holen uns den verdammten letzten Grünstern. Yay. Gar nichts, ihr blöden Spasten. Autsch. Das tut weh. Geh weg. Juhu. So mag ich es doch gern. Irgendwie klingt er dabei wie Yoshi fast schon. Also nur dann, wenn er die Pirouette macht. Bei der Eisfläche. Ich muss auch wirklich selbst beämmeln, dass in Sonic Lost World Sonic auch genauso einen auf Mario macht wie in Galaxy bei der Pirouette. Mann, du störst einfach nur. Alter, Kamera bitte. So, geh weg, 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 geh weg. Danke. Und du auch. Checkpoint nicht vergessen, wäre ganz nett. Ja. Wir hatten noch ein paar tausend Kreise um den Checkpoint ziehen. Och, nein. Ach, was soll's. So, kommt her. Bam. Ich will das Ding haben. Danke. So, weil damit möchte ich ein bisschen weiter schlittern. Damit gefällt's mir. Ich schaff's immer wieder, das Ding zu verlieren. So, Häschen, ich habe jetzt kein Interesse mehr an dir. Sorry. Ob ich es immer wieder schaffe, ihn zu verlieren. Und wenn man erstmal in der Wand stößt, dann hat sich das. Absala. So. Ja, so geht's dann. Nur mit den hauptsächlich nur mit den Tanuki oder mit den Katzenkostümen. Okay. Absala und Pirouette zum Ziel. Gut. Damit war's das jetzt auch für diesen Part, Leute. Ja, an der Stelle werde ich auch wieder Schluss machen. Ich hoffe, es hat auch wieder euren gefallen. Wenn dem so ist, Daumen hoch. Aber ein bisschen zack, zack. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Kalt, warm. Den Drehsprung gibt's auch wieder. Natürlich. Pass auf. Beim Straßenverkehr. Oder wie soll man das verstehen? So, das hier ist wohl das Geisterhaus. Auf und ab im Gruselhaus. Hier, ich höre schon die Buhus kichern. Aber vorher werden wir mal den Level hier betreten. Das ist wohl Welt 3-2. Was ist das denn? Argobatik am Gitterzaun. Oh mein Gott. Davon bin ich ja auch so ein Fan. Naja, aber das muss ich wohl auf mich zukommen lassen. Aber im nächsten Part. Daumen hoch, wie schon gesagt, wenn es gefallen hat. Ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Mal dabei. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush Holy Freak 18 an. Da kurz gucken. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute.